Am Sonntag wählt Usbekistan ein neues Parlament. Es sind die ersten Wahlen, seit Präsident Shavkat Mirziyoyev 2016 die Macht übernommen und nach Jahren der Isolation und Repression weitreichende Reformen in die Wege geleitet hat. Er ließ politische Gefangene frei und öffnete das Land für Investoren und Touristen. Viele hoffen, dass die Wahl ein weiterer Schritt Richtung Demokratie ist. Die Abgeordneten sollen den Menschen zuhören, ihnen helfen. Vor allem auf dem Land sollten sie die Versorgung mit Gas, Strom und die Infrastruktur verbessern. Deshalb gehe ich wählen. Ich hoffe, dass unsere Behörden nach den Wahlen weise Schritte in die Wege leiten werden, damit Usbekistan vorankommt. Weltweit wird der Reformwille Usbekistans gelobt. Das britische Magazin The Economist ernannte es nun sogar zum Land des Jahres. Aber bei Justiz, Menschenrechten und Pressefreiheit ist der Weg zur Demokratie noch weit. Und auch bei den Wahlen kritisieren Beobachter den Mangel an Oppositionskandidaten und Transparenz.